Wenn du in einer Auseinandersetzung bist mit jemandem, dann kannst du irgendwie nicht aufhören zu reden und dich zu erklären, bis du das Gefühl hast, dein Gegenüber versteht dich. Du hast diesen inneren Drang, du musst aber meine Seite der Dinge verstehen und kannst irgendwie es nicht einfach ruhen lassen. Wenn dir das so geht und wenn dich interessiert, woran das liegt, dann viel Spaß bei diesem Video, denn hier gehen wir der ganzen Sache mal auf den Grund. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon. Ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen, sich weiterzuentwickeln und von ihrer Vergangenheit zu lösen. Denn wir alle machen in unserer Kindheit Erfahrungen, die gut für unsere Entwicklung sind oder halt auch nicht so gut. Und diese nicht so guten Erfahrungen können uns auch im Erwachsenenalter noch sabotieren. Und das erkennen wir in der Regel daran, dass wir Probleme haben, also mit unseren Emotionen oder mit unseren Verhaltensweisen, die irgendwie immer wieder kommen und wir kommen nicht raus. Wenn das bei dir der Fall ist und du hast Entwicklungsmotivation, schau mal unten in der Box, da findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch. Und jetzt widmen wir uns der Frage, ich habe dieses Bedürfnis, diesen Drang, dass mein Gegenüber mich versteht. Ich habe immer diesen Erklärungsdrang, ich muss mich erklären, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben oder die andere Person irgendwie sauer auf mich ist oder ähnliches. Woher kommt das? Also grundsätzlich erstmal, wir sind soziale Wesen, es ist ganz normal, wenn wir in einer Auseinandersetzung sind mit jemandem, der uns wichtig ist, dass wir das nicht gut finden, ist klar. Das müssen wir jetzt auch nicht überdramatisieren. Aber ich habe quasi von einer Kundin diese Frage bekommen, dass sie das Gefühl hat, ja, aber das ist bei mir übertrieben. Ich habe immer das Gefühl, ich muss dann immer noch mehr erklären, mehr erklären, mehr erklären, damit die Person endlich versteht, was ich meine. Weil sonst fühle ich mich nicht gut. Und wenn du auch das Gefühl hast, das ist bei dir so übertrieben, dann möchte ich mit dir mal kurz reingehen in mal Ausprägungssicht. Was bedeutet das? Warum? Also du musst dir vorstellen, alles, was wir tun oder nicht tun, wenn wir mal quasi passiv sind und nicht handeln, hat eine Funktion. Das heißt, auch dieses, ich erkläre mich dann immer mehr, hat eine Funktion. Deine Psyche versucht, was zu erreichen. Und die Frage ist, warum versucht sie das zu erreichen? Wenn wir verstanden werden wollen, was ist unser Ziel? Nun, in der Regel ist unser Ziel dann die Vermeidung von irgendeiner negativen Sache. Also zum Beispiel, ich will mich nicht mehr abgelehnt fühlen. Ja, also wenn du das Gefühl hast, du sagst irgendwas und die andere Person sagt, nee, sag mal, bist du blöd? Nee, will ich nicht. Oder das ist doch Quatsch, was erzählst du denn da? Kann das sein, dass du dich abgelehnt fühlst? Ja, und das ist, du willst dich dann erklären, das meine ich doch gar nicht und so weiter und so fort, um wieder Nähe herzustellen. Es könnte aber auch sein, dass du dich unterhältst und die Person ist anderer Meinung und hält deinen Vorschlag für nicht gut und so weiter. Und du musst dich immer weiter erklären, weil du vielleicht in dir drin dieses Gefühl hast, ich muss aber Recht haben, ich muss richtig liegen. Und das würde wieder aus der Prägung herkommen, aus Prägungssicht sowas so viel bedeuten wie, da könnte eine Angst sein, nicht gut genug zu sein. Darüber spreche ich ja viel. Das ist auch kein Zufall, denn das ist eine der häufigsten Prägungen, und zwar sich unzulänglich fühlen, sich nicht gut genug zu fühlen oder sich zu fragen, ob mit einem selbst was falsch ist. Und wenn wir also quasi eine Auseinandersetzung haben, Und wir spüren dann, die Person ist nicht unserer Meinung oder findet das doof und vielleicht kochen auch die Emotionen hoch und es artet in einem Streit aus, dann haben wir manchmal das Gefühl, wir müssen dranbleiben, wir müssen uns erklären, ich habe doch recht, was verstehst du denn daran nicht, so nach dem Motto, weil wir in uns drin dieses Verlangen haben, uns selber beweisen zu müssen, ich bin gut genug, ich bin nicht doof, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das heißt, das Interessante für dich, das ist natürlich bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, auch wenn es da so Muster gibt, so Kategorien. Aber das Interessante für dich ist immer, dich zu fragen, warum hast du das Bedürfnis, dich so viel zu erklären? Oder grundsätzlich für jedes Verhalten. Was ist das Ziel? Was habe ich damit eigentlich versucht zu bewältigen oder zu erreichen? Ja, also quasi das Gegenteil von Ablehnung zu erwirken, also Zugehörigkeit, Verbindung, ja, das Gefühl zu haben, gut genug zu sein. Was steht bei dir dahinter? So, und wenn du für dich das rausgefunden hast, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du das losgeworden bist. Und deswegen vielleicht nochmal hier ein, zwei Gedanken. Wie kannst du dann damit umgehen? Nun, mal angenommen, du findest raus, ich merke, ich habe das Bedürfnis, Recht zu haben, weil ich sonst immer das Gefühl habe, ich bin irgendwie ein
Versager oder ich kann nichts richtig machen oder ich bin nicht gut genug, dann helfen dir Affirmationen. Also natürlich die Aufarbeitung deiner Unzulänglichkeit, das ist ganz klar. Also jetzt mal aus Coaching-Sicht würde das so aussehen, dass wir schauen, wo kommt dieses Gefühl der Unzulänglichkeit her? Also wo ist das entstanden? Um dann das zu entmachten, den Einfluss dieser Entstehungssituation zu entmachten. Aber nicht jeder hat ja gerade irgendwie vielleicht das Geld oder die Zeit, das zu machen. Deswegen einfach, man kann schon sehr, sehr viel erreichen, indem man sich immer wieder vor Augen führt. Nur weil jemand anderer Meinung ist als ich, heißt das nicht, dass ich schlecht bin. Ja, nur weil jemand anderer Meinung ist, heißt das nicht, dass er recht hat. Ja, denn, du kennst vielleicht den Satz von mir schon, wenn jemand etwas sagt, dann sagt das in der Regel viel mehr über ihn aus als über mich. Also wenn dein Gegenüber in eurem Konflikt sagt, nein, du bist doch total ignorant oder du bist total egoistisch oder was weiß ich und du fühlst dich dadurch schlecht und hast das Gefühl, du musst dich erklären, dann hilft es, dir vor Augen zu führen, Moment mal, die Tatsache, dass er oder sie das sagt, sagt extrem viel über ihn oder sie aus und nur bedingt was über mich. Oder vielleicht noch ein Tipp, wenn du Angst hast davor, dass eine Beziehung in die Brüche geht bei Konflikten, wenn du nicht verstanden wirst, also wenn du den Glaubenssatz hast, wenn wir uns streiten, dann verliere ich ihn oder sie. Da hilft es dir auch mal wieder vor Augen zu führen, auch in guten Beziehungen wird gestritten. Ich rede auch nicht nur von romantischen Partnerschaften, sondern auch Freundschaften, Kollegium und so weiter. Nur weil wir uns streiten, heißt es nicht, dass die Qualität unserer Beziehung niedriger ist. Ja, zu guten Beziehungen gehört auch mal Streit. Also solche Gedanken können dir helfen, schon im Hier und Jetzt so ein bisschen dich zu beruhigen. Damit hast du noch nicht dein Kernproblem gelöst. Aber du hast ein bisschen mal handlungsfähiger gemacht, das Ganze zu navigieren. Das nennt man Positive Self-Talk. Da geht es dann darum, mit sich selbst zu sprechen im Sinne von, ist schon alles in Ordnung. Ja, komm, ne? Das heißt jetzt nicht, nur weil wir mal streiten, dass unsere Freundschaft vorbei ist oder ähnliches. Ja, du könntest dir auch, wenn du quasi Angst hast in solchen Situationen, du könntest dir selbst auch helfen, indem du dir Erinnerungen hervorholst. Ah, guck mal, ja, da habe ich mich doch auch mal mit jemandem gestritten oder bla bla bla. Und wir waren danach trotzdem noch Freunde. Ja, also positive Referenzerfahrungen, die du schon gemacht hast. Genau, das ist es eigentlich. Das sollte nur ein Gedankenanstoß für dich sein, wenn du immer das Gefühl hast, du musst dich erklären. Frag dich, was ist die Funktion dahinter? Was versucht meine Psyche da zu bewältigen? Ja, was steht hinter dem Vorhang? Wenn du das erkannt hast, das hilft ganz häufig schon, diesen Teufelskreis, dieses Muster aufzurütteln. Ich will jetzt nicht sagen durchbrechen, weil manchmal klappt es nicht gleich, aber zumindest wach zu werden. Und dann vielleicht helfen dir diese Gedanken, dieser Positive Self-Talk. Und wenn nicht und du merkst, okay, bei mir ist das alles ein bisschen fester verankert, ich bin motiviert und gewillt, mal meine Vergangenheit anzuschauen und wie ich geprägt wurde und mich da wirklich rauszuentwickeln, dann, wie ich schon gesagt habe, schau unten in der Box. Dort ist ein Link. Dort kannst du mir quasi in so 5, 6, 7 Minuten mal ein bisschen deine Situation erklären in dem Formular. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin der richtige Ansprechpartner, dann bekommst du von mir auch ein kostenloses Erstgespräch. Und da würden wir dann drüber sprechen, sag mal, was sind eigentlich die Probleme, also die Dinge, von denen du weg solltest oder weg willst? Wo willst du dich hinentwickeln? Was ist dein Wunsch, dein Ziel? Und dann, wenn ich das alles verstanden habe, erzähle ich dir, diese Schritte müsstest du durchlaufen, um den Weg von A nach B zu gehen. Das würden wir im kostenlosen Erstgespräch machen. Ansonsten, wie immer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und wenn du auch benachrichtigt werden möchtest, wenn ein neues Video online geht, weil es ist nun mal so, dass nicht jeder Abonnent meine Videos sieht. Ja, das wird nicht jedem angezeigt. Wenn du die Chance steigern möchtest, dass du meine Videos siehst, wenn sie online gehen, dann mach das Glöckchen an bei dem Abonnieren-Button. Denn das bedeutet so viel wie, ich möchte wirklich informiert werden, wenn Ramons Videos online gehen. Ansonsten, das war's für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten. Ciao, ciao.